Willkommen zu einer weiteren Idee aus der Serie Nacht der Lichter. Heute geht es wirklich um Kerzen. Ich habe hier eine Stabkerze vorbereitet und möchte euch zeigen, wie ihr diese ganz einfach mit den Alkoholinksfarben dekorieren könnt. Ja, bei mir ist es schon ein wenig mystisch wunderschön hier mit diesen Kerzen. Ich hoffe, ihr seht dann, was ich euch zeigen werde. Ist wirklich wieder auch ganz etwas Schnelles und Einfaches. Bei mir brennen hier mal Laternen mit LED-Lichter, sowie eine Kerze, ein Teelicht, auch mit den Alkoholinks gemacht. Und was ich auch noch bereitgestellt habe, ist diese Dreidochtkerze. Leider haben hier die Kinder ein wenig darum herumgespielt, deshalb brennen nicht mehr alle drei. Aber zu diesen Kerzen komme ich nächsten Monat dazu, aus der Serie Nacht der Lichter. Die gibt es im Hause CTC. In den verschiedenen Größen wie Dreidocht, in verschiedenen Farben und in der kleineren Ausführung. Aber ihr könnt mich gerne auch auf den Stories verfolgen. Ich werde es ab und zu mal wieder verlinken. Jetzt geht's los ans Kreative. Ich glaube, ich stelle mal die Kerze ein wenig auf die Seite, damit ihr wirklich hier genügend auch Licht habt, was ich hier genau mache. Und zwar habe ich bereits, ihr hört es am Rascheln, eine Plastikfolie vorbereitet. Das ist eine Folie, dort war das Papier verpackt, genau. Die verwende ich immer für solche Sachen, damit mir meine Arbeitsunterlage nicht schmutzig wird. Ich habe hier drei verschiedene Töne von Alkoholinksfarben und die schüttle ich einfach immer mal durch und kann danach ganz einfach die Farbe so drauf tropfen lassen. Es gibt auch noch einen Luftbalg dazu, für die, die nicht so einen großen Atem haben oder schnell außer Gefecht sind mit dem Atmen. Und es geht auch nur so. Ich kann es, wie gesagt, so machen, laufen lassen. Einfach ein wenig darauf geben und kann nun mit dem Luftbalg das Ganze so verteilen. Oder eben, wenn man möchte, kann man das auch so von Hand einfach mit dem Mund verteilen lassen. Es braucht wirklich ganz wenig. Ich habe jetzt hier am Anfang fast zu viel herausgelassen, weil es trocknet eigentlich auch sehr schnell. Ja, und jetzt könnt ihr eigentlich bis nach oben oder wenn ihr möchtet, einfach nur unten ab die Kerze dekorieren lassen. Oder ihr könnt auch nur oben, wie ihr das für schön findet. Und was mir auch immer sehr gefällt, ist, wenn noch ein wenig Gold darin ist. Das hat so einen speziellen Glanz oder Glitzer. Das macht das Ganze auch noch ein wenig spezieller. So. Und das trocknet eigentlich sehr schnell. Und ansonsten habe ich hier noch eine zweite Folie vorbereitet, kann ich es mal so drauflegen oder eben wie erhöht, damit das Ganze hier unten abtrocknen kann und nicht auf der Folie dann ist. Ebenso geht das auch auf einer Kerze, die nicht weiß ist. Ich habe das mal an einer Vorführung mitgenommen. Ich habe verschiedene Kerzen gehabt und hat tatsächlich jemand eine solche rosa genommen und ich war wirklich erstaunt, wie die Farbe dort darauf noch so wunderschön gewirkt hat, aber eben es ist halt Geschmackssache, wenn jemandem die Farbe jetzt hier in Rosa nicht gefällt, ist es vielleicht schöner, wenn man in den neutralen Farben wie Weiß arbeitet oder ich weiß ehrlich gar nicht, ob es schwarze Stabkerzen gibt, das wäre vielleicht auch noch eine Variante, dann sieht man auch den Glanz wunderschön, so. Und ihr habt ja bestimmt schon gesehen im Beitrag, als ich diese Serie angekündigt habe für heute Abend, habt ihr auch schon den Glanz gesehen und wie die Kerze aussieht im Tageslicht. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt hier eben nicht, aber das ist eine spezielle Serie, die ich einmal im Monat mache. Für die, die erst zugeschaltet haben, aus der Nacht der Lichter mal im Dunkeln eine einfache Idee zeigen. Genau. Das wäre eigentlich schon der ganze Zauber gewesen. Ihr könnt natürlich das in verschiedenen Farben machen. Eben wie gesagt, ich habe hier auch in den Blautönen, es gibt auch Grüntöne,
Lavendel, also in der Farbe so lila, hat das natürlich auch noch. Und wichtig ist, das habe ich jetzt hier vergessen, ein Tuch bereitzulegen. Ich putze immer hier oben diese Füllung oder diese Öffnung ab, damit es mir nicht verklumpt und danach auch nicht mehr zum Gebrauchen ist. Einfach immer alles, das Ganze sauber halten. Ja, und ihr seht, so einfach und schnell habt ihr spezielle Kerzen dekoriert. Und ich kann euch sagen, es wird keine Kerze gleich, weil man macht das Material ja immer wieder anders auf die Kerze. Man bläst vielleicht auch ein wenig anders. Aber das macht es doch aus. Ich habe letztes Jahr meinen Adventskranz in Rot, glaube ich, gehalten, mit Rot, also weiße Kerzen mit den roten Alkoholinksfarben. Und das sah wirklich wunderschön aus in der Kombination mit dem Grün nebenzu. Einfach so eine Idee. Wir haben ja noch lange nicht Adventszeit, aber vielleicht gibt es solche, die bereits sich Gedanken darüber machen. Wäre so eine Idee. Und hier ist eine Stumpenkerze noch in den Blau-Grüntönen, die auch noch wunderschön glitzert bei Sonnenschein. Ihr seht es hier jetzt leider nicht, aber ihr könnt ja unter meinen Beiträgen noch weiter unten scrollen. Das habe ich schon mal gezeigt. Und bei Fragen dürft ihr euch immer gerne bei mir melden. Falls du auch gerne jetzt solches Material besitzen möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden. Es gibt sogar ein kleines Starter-Set, wo gewisse Farben dabei sind, ein Luftbalg und Alkohol, also Jupo-Papier ist dabei, sorry. Da könnt ihr auch Karten gestalten, aber wenn jemand sagt, ah, ich möchte da noch nicht so eine riesen Auswahl, wäre das ein tolles Set, um das Ganze mal beginnen zu Hause. Ja, das wäre es schon wieder gewesen aus der Serie Nacht der Lichter. Ich wünsche euch viel Freude und auf Wiedersehen.